Jo, Leutchen. Weiter geht's. Wir müssen uns aus dem Staub machen. Ist was. Kommen wir aber nicht hin, ne? Oder? Cloud, wir haben keine Zeit. Ah, ist ja gut. Mal gucken können. Bist du denn überhaupt da? Irgend hier. Da können wir nicht lang. Von dort kommen wir hoch aufs Dach. Hast du aufs Dach. Durch das Loch dort. Ja, und er kann ich jetzt. Ich scheine gute Laune zu haben. Komm, lauf doch. Oh. Nice. Ein Talisman. Ach, der. Talisman. Willenskraft, okay, ne. Was ich so wirklich brauche. Okay, wie komme ich jetzt da hin? Wir zurückgehen oder was? So, hier geht's auch noch runter, aber. Ja, komme ich nie runter. Okay. Sie scheinen sich uns in den Weg zu stellen. Aber warum nur? Wie komme ich jetzt da nach oben? Ach, jetzt sind sie hier unten weg. Oh, wow. Oh, sag mir das doch. Hä? Doch nie. Vielleicht wollen sie, dass wir nach oben gehen. Könnte eine Falle sein. Jetzt runter, richtig. Dann? Oder sie wollen uns den richtigen Weg zeigen. Bleib wachsam. Na, vielleicht muss ich die Soldaten reinlassen. Ach, hier hoch. Ah, wow, bin ich blind. Ah, Blindfisch. Können wir nicht sagen. Lass mich vorgehen. Mach ich. Mal nach unten gucken, habe ich gelernt. Nimm meine Hand. Ja, das ist eine klasse Idee. Frage, wie ich das machen soll. Nein, ich muss sie beschützen. Na gut, dann. Sollte gehen. Was soll das werden? Wir kommen nicht ran. Was ist das? Marie? Ja, kann ich jetzt. Und. Gelang? Oh, kannst du bitte? Danke. Zack. Jetzt! Okay. Warte! Was mache ich? Ja, da geht's nicht lang. Da drüben! Oh, euer Ernst? Ich krieg Schaden! Oh. Hier lang, hier lang!
Oh, runter, runter, guck, 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 guck. Danke. Vielen Dank. Verschwinden wir. Flucht aus der Kirche. Hilf mir mal. Ja, mach ich. Hier hat was von Resident Evil. Diese schrägen Barrikaden wegzuräumen. Na gut, dann haben wir es ja jetzt. Wollen wir nicht in die Kirche zurückkommen? Sie sind aufs Dach geflohen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Nee. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Aua, 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 aua. Tut das weh? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Bleib dicht bei mir. Oh, nee, du starker Mann. Aha, da ist... auf dem Dachboden. Ein schönes Wachmacher. Dort drüben. Schnell, bevor sie uns einholen. Mhm. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Das sieht nie gut aus. Reno oder wie hieß? Sie sind einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Ich jetzt zurück. Probier's. Kann doch jetzt nicht rennen, das natürlich. Nicht rennen, bitte. Jetzt. Okay, wir gucken, ob ich zurück. Kann ich nicht, weil ich hier die wohl zum Runterklettern. Okay. Gut, dann komme ich dann wahrscheinlich später zurück. Ja, das ist echt nervig, dass ich jetzt nicht rennen kann, ne? Warum ist mir immer so eine Scheiße passiert? Na gut, dann gehen wir raus und vielleicht kommen wir gleich wieder rein. Also wahrscheinlich nicht. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Ah, jetzt kann ich wieder rennen. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du... denn den Weg dorthin? Klar. Ach, okay. Wirklich? Aha. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Aha. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Ja, Englisch. Ja gut, wer weiß, wie dieses Marco sich dann eben aus. Hier wird der Weg enger. Ja,
Danke. Oh ja, wir gehen zur Zone. Der auswirkt auf den Körper. Ja, in dieser Kirche muss es ja was Tolles geben, wenn ich später erst ran. So habe ich eigentlich. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Oh, dann genieß ihn. Das lässt irgendwann nach. Von da oben sind wir runtergeplumpst. Runter. Das ist nice, dass man so runterrutschen kann. Oh, man könnte rennen, wir machen es aber mal nicht. Und hüpfen wir rüber. Hüpf. Aha, wahrscheinlich müssen wir da hoch. Warte! Nun warte doch mal! Ja, komm doch! Du traust dich nie zu hüpfen, oder was? Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. So ein bisschen. Fies. Bisschen gestichelt, mehr oder nie. Das ist schon mal gutes Training für dich. Für dich rekrutieren wollen. Ausdauertraining. Data, okay. Gut, dann wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Ah, das schöne Kleid. Vorsicht! Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein! Lull. Jetzt machen wir hier, wir sind der Gentleman. Hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Geht heftig um. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Na gut. Dann mach mal weiter. Ja, du meckerst du wieder, wenn ich vorgehe, ne? Du bleibst hinten. Ach, Mädel. Du bist Uni, was du willst. Dieses Mal gehe ich aber vor. Ah, okay. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Tut, ich hab nichts gesagt. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Ich kann mich ja konzentrieren. Langweiler. Ja. Ich, Mensch, lauf. Oh, angebogen, Entschuldigung. Jetzt schön am Zock. Hopp, packen hinten. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ja, komm, geh weiter. Du wolltest ja vorgehen. Ich zuerst. Komm, das macht doch Spaß. Lauter, sag jetzt ja. Cooler sein. So, Mädel, jetzt geh doch vor. Jetzt wartest du wieder.
Meckerst wieder gleich? Na gut, meckern, das machen die Frauen sowieso. Schaffst du das? Natürlich. Gefährlich aus, Mädel. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Aerith Gains. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Okay, Moment. Dann Ausrüst. Wachen. Was? Ein Mithril aus speziell geschmiedeten magieabweisenden Komponenten. Okay. Gut, dann lasse ich das. Willenskraft. Achso, der ja. Nimm erstmal die Willenskraft. Dann. Gebet. Gebet an. Ja, keine Ahnung. Frost. Okay, Frost können wir aus. Jo, und wirklich der Einsatz kann nur einmal. Nehmen wir so mal das Ring. Ja, gebe ich wiederbeleben. Mal wiederbeleben. Kann ich Cloud gut habe ich ja. Er hat der Aerith, dann nehme ich Gewitter. Und das ist ja schon fast. Gut, dann machen wir ganz kurz hier bei ihr. Warte mal. Achso, dreimal drücken. Hier siehst du also auch eine Magierin. Magische Abwehr. MP Maximum. Jawohl. Zusätzlicher Materias. Aber das andere erhöht von Schaden von normalen Angriffen. Ja, wenn sie zaubert. Schaden von Strom. Keine Ahnung. Erlittener physischer Schaden beim Blocken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann von der Nähe, wenn wir. Dann nehmen wir hier. Hätte ich ganz gern erstmal mehr Magie. Dann mehr Lebenspunkte. Also Safety Safe. Magische Attacke, jawohl. Magische Abwehr. Ich nehme die physische Abwehr. Okay. So, jetzt kann sie ja noch was lernen. Oh. Achso, dann kann sie ja den MP-Boost boosten. Jo. Oh. Kennst du eigentlich? Nein. Dann zurück. So, Gebet. Also wiederbeleben. Gib ihr einfach mal heilen. Hör mich mal bitte. Ah. Gut, damals müssen wir rumgebrüdet. So muss ich. Wie lang oder anderswo? Cloud, wo willst du hin? Oh. Ich wollte mal gucken, ob es ein bisschen Loot gibt. Ich hab's ja gesagt! Oh, was? So, was bist du denn?
Du bist ja niedlich. Analyse. Bin mal so frei. Der Igelfloh, Eis. Eisermittel führen. Das war's. Gut. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Moment. Habe ich Eis drin? Unsicher Glut. Was? Ach, Aerith hat vor. Ja, dann ist er. Wenn sie das hat, kann ich das andere Zeug leveln. So, next piece. Oh, wieder hüpft schon was. Sternfriede. Achso. Das Ratten. Achso, Moment. Und jetzt kann ich erst einsetzen, wenn. Ach, Mädel. Ach, Aerith besonders. Aerith kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen, wenn du Fähig drückst. Ah, gedrückt halt, okay, okay. Okay. Bin ich jetzt machen wir mal. Okay, Moment. Fertigkeiten. Subspirit entzieht dem Gegner MP. Verstärkung beim. Okay. Heilen der Magie. Rückgebet. Bitte, bedient euch! Los! Was da gedrückt hat. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Der Haltung manchmal. Magiekreis beschworen begrenzt auf einmal während des. Weißt du, was heißt denn dieser Magiekreis begrenzt auf einmal? Keine Ahnung. Ich würde natürlich gern diesen Bonus bitten, aber das sagt mir jetzt überhaupt nicht. Wie ich den erreiche oder erhalte. Genau, ein Schuh. Lagerhäuser. Oh, ein Heli. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Bindra Construction. Oh, hier ist er schon. Ah, da sind wir schon. Ach, hallo. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Trocknalkuchen. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Bin nicht schlau. Er weint wirklich. Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Aha. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Hm. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Ja. Also da hinten kann ich mich erstmal schmeißen. Weißt du, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein. Einsteigen? Leider nicht. Verstehe. Einfach so eine Explosion auszulösen. Ja. Weiß ich doch auch. Okay, wir müssen uns erstmal heilen. Heilen, heilen ist immer gut. Aber da muss ich schauen, dass ich mir ein paar Heiltränke wieder organisiere. Was? Das ist jetzt hier zwei verschiedene Automaten. Ne, ich kann nur einen kaufen. Heiltränke. Ich hab 300. Uiuiui. Da warte ich mal noch ein bisschen. Bisschen, das haben wir, das haben wir. Können wir auch an. Ich glaube, ich kann das Zeug auch verkaufen, aber ich mache es erstmal nicht, weil ich keine Ahnung.
Eintopf lecker. Warte. Ah, der landet. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung. Fertig. Formation. Oh, let's go. Er ist cool. Und los. Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Hey, die können wir ja platt machen. Als Shinra. Shinra können wir auch platt machen. Hier den Turk, ah, gut. Gehe ich mal von aus, dass ich hier lang muss. Alter, der hat mich sowieso wieder zurückgepfiffen. Aerith. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Mädel, du bist so dürr und zierlich, du musst doch vernünftig durchkommen. Ups, hast du übersehen? Oh, da sind. Okay, was ist denn dieses Sturm? Ja, keine Ahnung. Fertigkeit. Magiekreis. Magie ist leichter! Verstehst du nicht was? Geht. Hui, 600, was? Krass. Aerith Spezialfähigkeit Sturm. Halte drei gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und das Los und das einem besonders mächtigen Magie namens Sturm zu entfressen. Je länger Kraft sammelst, desto stärker wird der Sturm. Okay, du kannst je nach Kampf Lage kurze Angriffe und schnelle Folge entfernen. Okay. Halte gedrückt, ich halte gedrückt. Na? Warte. Ist das alles? Ja. Ab mit dir. Hoppla. Ja. Genau hier. Keine Ahnung, was die Fähigkeit. Es geht los. Das war's. Ah, das. Soll ich jetzt hier meinen Kreis machen? Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Gut, das ist gut gekontert. Kennen wir doch, oder? Wer war das? Das war ja. Er hat mich klemmt. Schwertsturm. Gut, alle tot. Yes. Hier lang. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Ah. Pakete? Das ist ja nicht schlimm. Okay, lösen. Wir werden geschossen. Hm. Na gut, dann war das gesehen. Innen am Weg. Und dass der keine Sackgasse ist. Hey, hier sind noch ein paar Dinger zum Zerhacken. Gegenge. Und hier ist Sackgang. Okay, dann.
Redel, du kannst doch den... Oh. Kannst auch den Schalter benutzen, oder? Ach, gedrückt halten. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herum laufen können. Jo, wie es weitergeht, liebe Leute, beim nächsten Mal werden wir es herausfinden.